Hallo, mein Name ist Jessica Walter und ich studiere im Masterstudiengang Amerikanistik. Ich habe auch hier an der HU meinen Bachelor in der Amerikanistik gemacht mit dem Zweitfach Deutsche Literatur und derzeit bin ich auch Tutorin hier am Institut. In meinem Studiengang geht es hauptsächlich um Literatur, Kultur und Filmwissenschaften. Dabei ist das Fach sehr flexibel ausgerichtet. Man muss sich eigentlich nur auf den nordamerikanischen Kontinent beziehen. Das Fach ist auch sehr interdisziplinär, das heißt, meine Kommilitoninnen und ich, wir beschäftigen uns mit der Philosophie, mit den Gender Studies, der Geschichte, eben in Kombination mit der Amerikanistik. In meinem Studium sind die Seminare recht klein. Manchmal sind da vielleicht 30 Leute, manchmal sind die Seminare aber auch mit weniger Leuten besetzt, also weniger als 10 Menschen manchmal. Das kann sehr schön sein, dadurch lernen wir uns besser kennen und wir können dadurch besser diskutieren. In den Vorlesungen können da schon mal viel mehr Leute sein, vielleicht bis zu 100, aber da diskutiert man auch nicht, sondern man hört eher zu. Am Anfang des Studiums gibt es für Amerikanistinnen einen Orientierungskurs, in dem man sich erstmal über 1 oder 2 Tage auch kennenlernen kann, den Studienalltag kennenlernen kann und auch die Umgebung. Aber hauptsächlich geht es tatsächlich um die inhaltliche Ausrichtung des Faches. Das heißt, man beschäftigt sich mit den Fragen, die in der Amerikanistik in den kommenden Seminaren eben aufkommen werden und bekommt dafür eine Grundlage. Unsere Seminare finden tatsächlich meistens wirklich nur auf Englisch statt. Das heißt, die Seminarsprache ist Englisch, die Bücher, die wir lesen, die Filme, die wir schauen und die Texte, die wir bearbeiten, sind alle auf Englisch. Wer sich darüber Gedanken macht, wer sich vielleicht unsicher ist, ob die Englischfertigkeiten dafür fit sind, braucht sich aber nicht so viele Sorgen zu machen, denn wir haben auch viele Sprachpraxiskurse, die einem dabei verhelfen sollen, eben zu lernen, wie man Hausarbeiten auf Englisch verfasst und auch wie man Präsentationen verbessern kann auf der englischen Sprache. Also es ist für alles gesorgt. Das Coolste an meinem Studiengang ist, dass ich meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen kann und diese dabei etwas professionalisieren kann, das heißt dem Lesen. Aber es geht natürlich nicht nur darum, Romane zu lesen die ganze Zeit, sondern sich auch wirklich mit den Themen, die darin vorkommen, auseinanderzusetzen und sich zu fragen, welche Auswirkungen das auf die Kultur hat oder darin zu erkennen, welche kulturellen Strömungen es in dem nordamerikanischen Bereich gerade gibt und welche Fragen sich gestellt werden. Die größte Herausforderung an meinem Studiengang ist, dass eine gewisse Selbstständigkeit von einem erwartet wird. Das ist im Studium allgemein so, dass man sehr viel Selbstdisziplin braucht, weil es sagt dir niemand, wann du aufzustehen hast, wann du in der Schule zu sein hast oder deine Hausaufgaben zu machen hast, sondern man muss sich selbst die Zeit einteilen und etwas Selbstdisziplin dabei haben. Das Besondere an der Amerikanistik ist, dass man sich selber einen Schwerpunkt legen kann. Und das muss man machen, indem man den eigenen Interessen nachgeht. Und dabei können Professorinnen vielleicht helfen, aber letzten Endes liegt das bei einem selbst. Nach dem Studium haben Kommilitoninnen von mir angefangen, zum Beispiel im Tourismus zu arbeiten. Einige machen auch Volontariate in Museen oder an verschiedenen Stiftungen. Andere arbeiten in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, verfassen journalistische Texte und machen Übersetzungsarbeit. Mein Tipp zum Studienstart ist, dass man auf jeden Fall für alles offen bleiben soll, was hier auf einen hineinprasselt in den ersten Wochen im Studium. In der Amerikanistik heißt das auch, dass man vielleicht mal die eigenen Werte hinterfragt und ein bisschen länger darüber nachdenkt, welche Vorstellungen man eigentlich von der Welt hat. Und mein zweiter Tipp ist, die ganzen Angebote an der Universität wahrzunehmen. Da gibt es Angebote von den Fachschaften, da gibt es Filmabende oder Picknicks, dann gibt es auch diese Vorlesungsreihen zum Beispiel, die Du Bois Lectures bei uns.
Und am wichtigsten finde ich aber, ist es, die Tutorien wahrzunehmen. Ohne Tutorien hätte ich damals in meinem Bachelor weder in Amerikanistik noch in deutsche Literatur eine gute Hausarbeit schreiben können. Und das sage ich nicht nur, weil ich Tutorin bin, sondern weil es mir auch wirklich geholfen hat.